Recht herzlich willkommen zur 117. Folge von City Skylines. Ja, wir sind im Spiel und hatten eine Autobahn am Berg gebaut, die sich hier unten befindet, die Entlastung für diese Straße machen sollte. Schauen wir, ob das was wird mit der Entlastung. Ja, ich glaube, dieser Bereich ist schon nicht mehr rot, der war auch rot. Wir haben hier natürlich auch den Tunnelstraßen gebaut. Vielleicht entspannt sich das insgesamt dann doch noch. Ja, macht vielleicht auch Sinn. Jetzt ist hier natürlich ein bisschen mehr rot geworden. Vielleicht war das vorher nicht so. Irgendwann müssen wir gucken, dass wir da weiterkommen. Und ob man diese Straße nicht besser da noch irgendwo anbinden würde, wäre natürlich auch vorteilhaft, ne? Ja, müsste man schauen. Wie man das hinkriegt. Darüber, über diese Gebäude, drüber wegbauen, wäre möglich, ne? Hier die Auffahrt lassen. Tja. Wäre eine Überlegung wert. Sollen wir mal gucken, wie das technisch lösbar wäre? Was ist das denn hier? Achso, Straßenmeisterei hatten wir ja letztes Mal schon entdeckt. Das wäre dann hier loslegen, ne? Und das Ganze auf eine Ebene höher. Macht er dann schon nicht, ne? Da reißt er alle Häuser noch ab. Und wenn wir noch einen höher gehen. Reißt er trotzdem alle Häuser ab. Und dann macht er schon eine Hängebrücke. Was bringt mir das, wenn dann trotzdem alle Häuser abgerissen werden, ne? Komisch. So, ich wollte die Karte drehen, damit ich das mal von der Seite sehen könnte, ne? Da reißt er alles ab. Das bringt mir dann auch nichts. Ne, wenn's hier, warte mal, da war's, ne? Da reißt er keine Häuser ab dann. Da geht er rüber. Aber was für eine Brücke wäre das? Sieht ja krass aus, oder? Geht nicht. Das würde gehen. Und das nicht mehr. Da wird er alles abreißen. Machen wir so. Gucken, was der Stempel dann machen würde. Naja, die Brücke würde dann da irgendwo. Ja, da ist. Wenn es dann einrasten würde, wird das gehen rein, theoretisch. Machen wir hier das einrasten. Ne, das geht ja nicht wegen der Fahrbahn, ne? Da macht er dann eine Hängebrücke schon raus. Ja, aber eigentlich auch egal. Höher geht nicht. Okay. Ja. Jetzt müssen wir mal rüber. Nur noch was sehen, ne? Ich würde als erstes hier hin wollen. Da wird das mit der Straße rein theoretisch klappen, aber mehr auch nicht. Das wird auch nicht blau, oder, ne? Okay. Ich glaube, das können wir knicken. Das wird wohl nichts werden. Machen wir erstmal ebenerdig wieder. Mach das weg. Die Straße bleibt erstmal so. Wir drehen uns wieder richtig hin und gucken gerade, wie der Verkehr hier ist. Ja, hier hinten hat sich's entspannt auf jeden Fall. Die fahren jetzt alle über die Autobahn. Hier wird's
Es ist nicht entspannt. Der Verkehr fährt einfach hier runter und da drauf. So ist es. Hier haben wir jetzt einen Stau auf der Autobahn dann. Das würde bedeuten, dass wenn wir irgendwas verbessern wollten, dann wäre es wahrscheinlich sinnig gewesen, jetzt hier drunter herzubauen, ne? Weil hier in diese Richtung fahren ja ganz wenig nur, ne? So wie es aussieht, biegen ja auch alle links ab hier rein. Und verteilen sich dann hier in diesem Gebiet. Könnte man dann hier eine Abfahrt basteln, die dahin geht? Könnte man, ne? Müsste man hier aber unterirdisch weiterbauen. Aber ob das geht? Probieren würde über Studieren gehen oder über das. Nochmal Straßenwerkzeug. Autobahn haben wir. Etage tiefer. Wir starten da los. Wir starten hier los. Und bauen das bis hierhin. Wird nicht gehen irgendwie. Reißt da alles ab. Warum? Steinberg, kein Problem. Bauen wir doch mal. Da wäre auch kein Problem. Und hier macht das nicht hin. Wegen den Straßen, die dazwischen liegen wahrscheinlich. Da würde auch gehen, aber jetzt das Anschließen passt nicht. Dann lass uns mal gerade hier die Zufahrt basteln noch. Die wäre da. Dort runter. Macht er irgendwie nicht. Vielleicht geschwungen machen. Gucken, ob das geht. Würde gehen. Straße ist dann angeschlossen. Nach da. Ich denke mal, das Problem ist hier diese Schleife hier jetzt. Da hier gerade keiner drauf fährt, können wir auch ein Stück von dieser Autobahn wegklauen, ne? Und machen diese Auffahrt auch gerade weg. Und basteln von da nach da weiter. Macht er nicht. Macht er. Kommt hier nicht hoch. Wieso geht das nicht hoch? Reißen wir noch ein Stück von der ab. Machen wir. Gucken, ob wir sie dann hochbekommen. Machen wir. So, würde angebaut werden. So, das bedeutet, die Straße ist von da an jetzt befahrbar. Würde ich sagen. Der Stau ist so groß, dass da gar nichts mehr geht. Diese Autobahn sollte jetzt eigentlich von da die Leute nach hier bringen. Machen wir gerade das nochmal, sieht man besser. Jetzt hier noch eine Abfahrt basteln wäre auch nicht verkehrt, ne? Die müsste dann hier raus. Dann runter. Und da ist schon das Problem, da runter, ne? Oder wir müssten nicht runter, sondern müssen rauf. Hierhin.
geht das nicht. Guck. Schade. Hier wäre jetzt wieder kein Problem. Das bedeutet, wir reißen das Stück nochmal weg. Bringt ja nichts. Da, nach da. Geht das denn schon ein tiefer? Nee, will er nicht. Es wird wieder nur so gehen. Ich muss runter, nicht hoch. Wie das wird jetzt passen? Jetzt haben wir den Verkehrsfluss nochmal. Sieht so aus, als ob das gehen könnte. Wo hier hinten ist ein Stau, da fährt keiner rein, ne? Auffahrt, Abfahrt passt. Die Straße, wie wird die genutzt? Hier ist schon wieder kein Strom mehr. Die Straße wird wohl auch gut genutzt. Obwohl hier im Auto, im Tunnel sieht man keine Autos. Ich glaube, die ist auch über. Ja. Die Entwicklungen sind jetzt gerade schlecht. Aber warte mal, hier ist irgendwas faul. Achso, da ist noch die Auffahrt. Die könnte man dann noch bauen, ne? Ja, aber die sind immer nicht machbar, oder wie sehe ich das? Da ist die. Ich glaube, das können wir schon da abreißen. Und dann kann man das nochmal probieren, ob das dann geht. Stopp, da war es blau. Dann lasse da drauf fahren. So. Der Baum wirft einen Schatten, da sieht man gar nichts. Es ist ziemlich dunstig hier gerade, ne? Kann das sein? Und wir brauchen Strom. Das ist nicht gut. Wir haben auch gerade 27.000 Mieser hier am Tag. Das ist auch schlecht. Wir brauchen irgendwo noch ein Kraftwerk. Letztens haben wir irgendwo eins gebaut, ne? Irgendwo hier unten war das, bei der Mülldeponie in der Ecke, oder? Oder hier am Wasser? Irgendwo am Wasser war das. Oder wollten wir das bauen und haben es noch nicht getan? Doch, das war hier unten. Ha? Ist gar nicht gebaut. So. Kernkraftwerk, hier muss es hin. Tue ich mich jetzt, oder habe ich das ganz woanders gebaut? Da geht's nicht weiter. Hier war das auch nicht. Oder war das oberhalb der Pumpstation? Nee. Da habe ich mich wohl vertan, dass ich das gebaut habe. Ja, gut, dann müssen wir das mal nachholen. Hier war es auch nicht, ne? Mehr. Dann bauen wir das hier hin. Wenn es denn irgendwo hier geht, ne?
Ach so, er braucht immer eine Straße, das war das Problem, genau. Wir brauchen eine Straße fürs Kraftwerk, damit wir das bauen können. Dann müssen wir das hier irgendwie hinkriegen. Oder da? Da wäre auch nicht schlecht, ne? Was haben wir denn hier für eine Straße? Vierspurig mit Mittelstreifen, ne? Ne, das will er nicht. Das? Das will er. Ich glaube, wir machen die mal hier gerade, ne? So wäre es parallel zu dem Rand da, oder? Ach so. Ist jetzt, glaube ich, eine andere wie da, aber ist auch nicht schlimm, oder? Passt schon. So, jetzt das Kraftwerk dahin. Das ist schon ausgewählt. Naja, das muss jetzt hier hin. Und ein Stück zurück. Weil wir ja auch noch Wasser da haben müssen. Wasserpumpenstation. Und die Entsorgung machen wir gleich daneben. Dann müssen wir noch verbinden. So, jetzt ist es wohl gleich angeschlossen, oder? Strom müssen die auch haben, weil das Kraftwerk gleich läuft. So, und dann müssen wir das Kraftwerk allerdings noch ans Stromnetz anschließen, ne? Und das war ja da drüben. Passt. So. Jetzt ist da genug. Und dann widmen wir uns wieder der Autobahn, oder wie war das? Oh. Der Zubringer und Abbringer. Oh. Ich dachte, wir machen was besser, aber so wie es aussieht, ist es eher schlechter geworden. Stau auf dem. Na, die fahren tatsächlich alle durch den Tunnel jetzt. Ja, wir haben diese Straße entlastet. Genau, es wird angenommen. Aber dafür stehen sie jetzt bis auf der Autobahn. Das war wohl nix. Das war nix. Wo kommen die denn jetzt hier dann alle her? Auch noch trotzdem von da, oder was? Oder das löst sich erst mit der Zeit auf. Die stehen auch andersrum in dem Tunnel, weil da nicht geht. Okay. Die fahren dann da lang. Und wo wollen die alle? Links? Die wollen dann alle links. Hier lang. Und fahren dort auf der Autobahn, oder? Wenn es denn dann grün wird. Wenn es denn dann grün wird. Ja, es wird grün und sie fahren alle rechts rum. Genau so sieht's aus. Das würde bedeuten, diese Autobahn bis dahin verlängern und dann da drunter her. Gut. Dieses da drunter bauen. Hier so. Parallel nach da. Und dann müsste man dort hochkommen. Hier wird auch gehen, ne? Und von da aus nach da oben dran. So. Und dann müsste man hier das einmal ändern. Ändern wahrscheinlich nur mit Abreißen möglich.
wir können es ja probieren, ne? Aber da, ein tiefer, nach da wird nicht gehen, genau so ist es. Das bedeutet, wir müssen ein Stück Autobahn abreißen hier. Und gucken, dass wir von hier da unten reinkommen. Vielleicht mit dem geschwungenen Teil. So, ein tiefer. Macht da so nicht. Würde bedeuten, wieder verkürzen. Hatten wir schon, ne? Ein tiefer. So, das würde passen. Und schon wird die Autobahn angenommen. Das ist gut. So, jetzt haben wir hier noch eine Abfahrt, die wir noch anschließen müssen. So. Das wäre okay dann. Es mussten zwar ein paar Häuser lang laufen, aber das ist halt so. So, und die fahren dann da auf die Autobahn. Wird auch angenommen, glaube ich. Und diese Abfahrt ist das nächste Problem jetzt. Ja. Da kommen Autos ohne Ende, die fahren da die Schleife, das ist aber noch nicht das Problem, sondern hier fängt das Problem an. Der Stau, da drauf. So, und dann sind sie da unterwegs, vor allem nach rechts. Ich glaube hierhin. Da biegen sie dann alle links ab. Ja. Das würde bedeuten, wenn wir den Zubringer... Also den Abfahrt hier drunter her da anschließen, das wäre vielleicht das beste Weg. Gut, müssen wir nochmal gucken, ne? Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!